Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Heute wird es endlich Zeit für mein Review des Samsung Galaxy Tab S6, dem Android-Tablet mit der aktuell wohl besten Ausstattung. Während ein Großteil der anderen Hersteller in diesem Bereich kaum mehr wirklich was Neues bringt, versucht Samsung auch dieses Jahr gefühlt als einzige wieder eine Alternative zu Apples iPads zu bringen. Ich habe das Galaxy Tab S6 in den letzten Wochen ausführlich getestet. Ich habe es auch eine ganze Zeit lang als mein Haupttablet im Alltag benutzt. Ob es überzeugen konnte und ob es den hohen Preis wirklich wert ist, erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Eine Sache, die mir am Galaxy Tab S6 richtig gut gefällt, ist der Formfaktor. Für ein 10,5 Zoll Tablet ist es einfach extrem dünn und leicht. 5,7 mm bzw. 420 Gramm, um genau zu sein. Sowas kann man sich immer schlecht vorstellen, aber das Tab S6 ist so leicht und liegt so gut in der Hand, dass ich es problemlos einige Minuten lang mit nur einer Hand nutzen kann. Es passt in jeden Rucksack und ist extrem portabel. Samsung verbaut, wie schon erwähnt, ein 10,5 Zoll großes Display. Es ist natürlich ein Super AMOLED-Panel, das mit 2560x1600 bei etwa 288 ppi auflöst. Die Displayränder sind für ein Tablet angenehm dünn, aber eben nicht zu dünn, um es noch problemlos halten zu können. Auf der Vorderseite finden wir dann auf den ersten Blick nur noch die 8 Megapixel Frontkamera. Entsperrt werden kann das Tab S6 entweder über die relativ unsichere 2D-Gesichtserkennung oder den ins Display integrierten optischen Fingerabdrucksensor. Obwohl es nicht der vom S10 bekannte Ultraschallsensor ist, arbeitet er ziemlich schnell und zuverlässig. Da war ich insgesamt echt zufrieden. Ich bin trotzdem der Meinung, dass ein physischer Sensor, der in den Powerbutton beispielsweise integriert ist, oder eben eine 3D-Gesichtserkennung die beste Lösung gewesen wären. Beides geht bei einem Tablet schneller als so ein In-Display-Fingerabdrucksensor und Platz wäre ja eigentlich auch da gewesen. Der Rahmen des Tab S6 besteht aus mattem Aluminium und fühlt sich extrem angenehm und hochwertig an. Links finden wir die Konnektoren für das Tastaturcover, das ich leider nicht mittesten konnte. Es kann für momentan etwa 120 Euro separat gekauft werden. Auf der rechten Seite finden wir dann den Powerbutton, die Lauter-Leise-Wippe und ein erstes Mikrofon. Die Tasten sind gut verarbeitet und haben einen ordentlichen Druckpunkt. Ich hätte mir nur gewünscht, dass Samsung die beiden etwas weiter voneinander getrennt hätte oder am besten auf unterschiedlichen Seiten platziert hätte. So kommt es gerade im Porträtmodus anfangs vor, dass man die Tasten verwechselt. Auf der rechten Seite sitzt dann auch der Einschub für die MicroSD-Speicherkarte, mit der ihr den 128 oder 256 GB großen internen Speicher nochmal erweitern könnt. Wenn ihr euch für die LTE-Version entscheidet, dann kommt hier auch die Nano-SIM rein. Auf der Oberseite finden wir dann ein weiteres Mikrofon sowie die ersten von insgesamt 4 Lautsprechern. Die anderen beiden sitzen auf der Unterseite, links und rechts vom USB-C 3.1 Port. Sie klingen wirklich extrem gut, mehr als ausreichend laut und trotzdem ein schöner, voller Sound. Das ist in etwa auf einem Niveau mit Apples aktuellem 11 Zoll iPad Pro. Besser geht's im Tablet-Bereich aktuell kaum. Ähnlich wie beim iPad habt ihr aber auch hier das Problem, dass ihr sie bei der Nutzung im Landscape-Mode gerne mal verdeckt. Einen 3,5 mm Klinkenanschluss gibt es nicht mehr. Für mich persönlich in Zeiten von Bluetooth-Kopfhörern kein Problem, aber zumindest einen Adapter von USB-C auf Klinke hätte Samsung beilegen können. Die Rückseite des Unibody-Gehäuses besteht natürlich ebenfalls aus mattem Aluminium. Hier kann ich echt nur schwärmen. Das Tab S6 ist nahezu perfekt verarbeitet und fühlt sich extrem hochwertig an. Auch hier steht es dem iPad Pro in absolut nichts nach und das betone ich jetzt nochmal, weil es nicht immer so war. Das Einzige, was das Design der Rückseite etwas entstellt, ist der Anschluss für den S-Pen. Eben gerade weil das Tablet so dünn ist, konnte der nicht ins Gehäuse integriert werden. Stattdessen wird er via Induktion über die Rückseite geladen und dort auch magnetisch gehalten. Das ist insgesamt leider aus zwei Gründen keine besonders gute Lösung. Zum einen sieht es komisch aus, zum anderen hält der S-Pen nicht besonders fest. Sobald ihr das Tablet in einen Rucksack beispielsweise packt, rutscht der Stift ziemlich sicher weg. Man kann ihn alternativ auch seitlich am Magneten für das Tastaturcover befestigen, aber auch da hält er nicht mal ansatzweise so fest wie etwa der Apple Pencil beim iPad. Viele meinten ja, Samsung hätte einfach den gleichen S-Pen wie beim Note 10 mitliefern sollen, das Tablet etwas dicker machen sollen und dann hätte man den S-Pen im Gehäuse verstauen können. Ich bin da zwiegespalten. Ja, das wäre definitiv die praktischere Lösung. Andererseits bin ich ein riesiger Fan von der Haptik und dem Formfaktor dieses größeren S-Pens. Er ist doch schon deutlich besser und kann durchaus mit dem Apple Pencil mithalten. Und das, obwohl der S-Pen kostenlos mitgeliefert wird. Für ein Tablet macht der größere Stift schon deutlich mehr Sinn. Auf der Rückseite finden wir dann außerdem noch eine Dual-Kamera, 12 Megapixel Haupt- und 5 Megapixel Weitwinkelkamera. Sie ragt sichtbar aus dem Gehäuse hervor, aber das Problem hat die Konkurrenz auch. Die restlichen Specs sind schnell zusammengefasst. Android 9 mit Samsungs One UI in der Version
Version 1.5, der Qualcomm Snapdragon 855 Octa-Core SoC mit maximal 2,84 GHz und je nach Version 6 oder 8 GB RAM. Ich habe die Version mit 8 GB RAM getestet. Softwaretechnisch sieht das auf den ersten Blick aus wie ein noch größeres Note 10. Die Optik, die Funktionen, die vorinstallierten Apps, alles ist mehr oder weniger identisch. Samsung gibt sich aber zumindest Mühe, das größere Display auszunutzen. So hat man beispielsweise das Multitasking verbessert. Wie üblich kann man zwei Apps direkt nebeneinander öffnen. Es gibt aber auch ein neues Dock, das man per Wischgeste von der rechten Seite hervorholen kann. Damit kann man sehr schnell zwei Apps nebeneinander öffnen und die dann wechseln. Man kann sogar noch eine dritte App als Pop-up-Fenster drüberlegen. Die Geste erinnert zwar stark an iPadOS, das Multitasking auf Tablets hatte Samsung aber natürlich schon deutlich früher. Ich hätte mir gewünscht, dass man auch auf dem Tab S6 das von den Samsung Smartphones bekannte Always-on-Display nutzen könnte. Das geht leider nicht. Der S Pen hat natürlich all die bekannten Funktionen und zusätzlich noch einige neue. Ähnlich wie beim Note 10 könnt ihr auch beim Tab S6 den S Pen als Fernauslöser für die Kamera nutzen. Man kann Bilder aufnehmen, den Modus wechseln und sogar zoomen. In meinen Augen relativ unnötig. Viel wichtiger ist, dass man den S Pen beispielsweise in PowerPoint als Fernbedienung nutzen kann. Ansonsten ist wie gesagt alles wie immer. Mit der Samsung Notes App könnt ihr hervorragend Notizen machen. Über Air Command könnt ihr Screenshots beschriften, etwas ausschneiden oder Text übersetzen. Meine Lieblingsfunktion ist aber Screen Off Memo. Damit könnt ihr auch im gesperrten Zustand schnell eine Notiz schreiben. Positiv erwähnen muss man natürlich auch Samsung DeX, was in den letzten Jahren wirklich konsequent weiterentwickelt wurde. Man kann darüber eine Maus und eine Tastatur anschließen und dann zumindest Office-Arbeiten meiner Meinung nach wirklich ähnlich komfortabel verrichten wie auf einem richtigen Desktop-Betriebssystem. Das ist klasse. Bisher war ja alles, was ich zur Software erzählt habe, zumindest meiner Meinung nach ziemlich positiv und ich wiederhole das jetzt nochmal. Samsung versucht wirklich einiges, um aus diesem Formfaktor-Tablet das Maximale rauszuholen. Google bzw. die App-Entwickler tun das meiner Meinung nach aber nicht bzw. nicht mehr. Vergleicht man mal einige bekannte Apps miteinander, muss jeder zugeben, dass die Android-Version einfach aussieht wie eine Smartphone-App, die auf ein Tablet-Display vergrößert wurde, während unter iOS tatsächlich versucht wird, das größere Display zu nutzen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich auch die App-Auswahl. Es gibt für iOS bzw. iPadOS, wie sie ja mittlerweile heißt, einfach deutlich mehr hochqualitative, perfekt angepasste Apps, einmal zum produktiven Arbeiten, aber auch einfach Spiele und sowas. Unter iOS wurde das in den letzten Jahren wirklich immer mehr, unter Android nicht wirklich. Gefühlt wurde die Anzahl, und ich sage jetzt nicht die Anzahl der Apps insgesamt, sondern die Anzahl der hochqualitativen Apps, die wirklich für ein Tablet-Display optimiert wurden, das wurde gefühlt immer weniger. Mitte des Jahres wurde dann ja auch bekannt, dass Google selbst die Arbeit an ihren Android-Tablets komplett eingestellt hat. Das spricht meiner Meinung nach Bände und genau so wirkt auch das Betriebssystem. Denn während Apple in den letzten Jahren wirklich versucht hat, die Software für diese Tablet-Größe zu optimieren und aus diesem größeren Display Profit zu schlagen und jetzt ja mit iPadOS sogar ihr eigenes Betriebssystem für Tablets gebracht haben, hat Google gefühlt in den letzten 2 bis 3 Jahren für Android, für Tablets überhaupt nichts mehr gemacht und meiner Meinung nach die Entwicklung auch so ein bisschen eingestellt. Dafür kann Samsung natürlich überhaupt nichts. Es ist nicht die Schuld von Samsung und wie gesagt, die versuchen wirklich alles, um dem entgegenzuwirken, aber es hilft ihnen natürlich auch nichts, weil sie auf dieses Betriebssystem am Ende angewiesen sind. Kommen wir wieder zu den positiven Dingen. Die Alltagsperformance des Galaxy Tab S6 ist wirklich klasse. Apps starten und schließen extrem schnell. Ruckler oder Verzögerungen gibt es so gut wie nie. Das Bedientempo ist auf einem ziemlich hohen Niveau. Auch mit Spielen gibt es natürlich überhaupt keine Probleme. Rein von der Grafikpower her ist das Tab S6 eher auf dem Niveau des aktuellen iPad Air. Das Pro spielt da nochmal in einer ganz anderen Liga. Da es für Android aber kaum Spiele gibt, die eine solche Grafikpower ausnutzen würden, ist das irgendwo halb so wild. Ein weiteres Highlight ist definitiv das Display. Einige meinten unter meinem Unboxing, dass die Auflösung höher sein könnte. Das kann ich aber überhaupt nicht nachvollziehen. Zumindest ich halte mein Tablet normalerweise deutlich weiter von den Augen entfernt als mein Smartphone. Dementsprechend sehe ich beim Tab S6 im Alltag keine Pixel. Farbdarstellung und Farbechtheit sind hervorragend. Vor allem die Kontrastwerte und der geniale Schwarzwert sind natürlich das Highlight. Hier gefällt mir das Display des Tab S6 auch deutlich besser als das vom iPad Pro. Das Displayformat eignet sich auch perfekt zum Schauen von Videos oder Serien auf Netflix. Gerade weil ich ja sonst ein iPad nutze, ist mir das sehr positiv aufgefallen. Etwas enttäuscht war ich allerdings von der Displayhelligkeit. Selbst im Automatikmodus und bei direkter Sonneneinstrahlung kommt die nicht ans aktuelle iPad Air 3 und erst recht nicht ans aktuelle iPad Pro ran. Im Außeneinsatz hatte ich teilweise Probleme mit der Ablesbarkeit. Da hätte ich mir gerade von Samsung mehr erwartet. Dann müssen wir natürlich auch noch kurz über die Kamera sprechen. Zumindest zum Scannen von Dokumenten finde ich die in einem High-End-Tablet durchaus wichtig. Die Hauptkamera des Tab S6 gefällt mir echt gut. Sie macht sowohl bei guten als auch bei
etwas schlechteren Lichtbedingungen für ein Tablet überdurchschnittlich gute Bilder, dann müsst ihr euch auch, wenn es in der Bibliothek mal dunkler ist, keine Sorgen machen. Die Weitwinkelkamera ist in meinen Augen hier eher eine Spielerei, ich sehe mich die im Alltag nicht nutzen. Der WLAN und auch der Mobilfunkempfang waren absolut in Ordnung, da habe ich nichts zu kritisieren. Der fest verbaute Akku hat eine Kapazität von 7040 mAh und sorgt für ziemlich gute Akkulaufzeiten. Ich komme mit dem Tab S6 auf jeden Fall problemlos durch den Tag, selbst 1,5 Tage sind manchmal drin. Mein iPad Pro mit 11 Zoll schafft nochmal 1-2 Stunden mehr, aber um ehrlich zu sein, hätte mir persönlich auch die Laufzeit des Tab S6 locker ausgereicht, zumindest für ein Tablet. Und damit sind wir jetzt auch schon wieder fast am Ende des Videos. Vorher folgt aber erstmal noch mein Fazit und ich beginne wie immer mit den Punkten, die für das Galaxy Tab S6 sprechen. Da hätten wir zum einen das Design, die Haptik und die Verarbeitung. Wie gesagt, es ist super verarbeitet, sehr, sehr hochwertig und halt einfach extrem dünn und super leicht für so ein 10,5 Zoll Tablet. Hat mir richtig gut gefallen. Wir haben außerdem wirklich ein gutes Display mit einem kleinen Kritikpunkt, dazu dann gleich noch mehr. Aber ansonsten die Farbdarstellung, einfach ein OLED in einem Tablet ist schon echt eine geile, geile Sache. Also das Display ist an sich wirklich gut. Wir haben auch echt eine starke Performance. Klar, ich hätte hier auch gern den Snapdragon 855 Plus gesehen, aber ich sage es jetzt mal so, ich glaube, man hätte davon gar nicht so großartig profitiert. Im Android-Bereich ist das wirklich so mit das Beste, was man machen konnte. Ansonsten haben wir eine gute Akkulaufzeit, keine sehr gute Akkulaufzeit, aber sie geht absolut in Ordnung, damit kann man sehr gut leben. Und der letzte Punkt sind dann wieder so ein paar Punkte zusammengefasst zu einem großen Pluspunkt. Der S Pen, der wirklich klasse ist und im Lieferumfang drin ist, die ganzen Softwareanpassungen von Samsung für das Tablet, Dex zum Beispiel auch. Der MicroSD-Slot, den die iPads ja zum Beispiel nicht haben und die wirklich guten Lautsprecher, das zusammen ist für mich nochmal ein fetter Pluspunkt. Die Kontraliste wird dann angeführt von der Displayhelligkeit. Da hätte ich mir einfach vom besten Samsung-Tablet, ja vom besten Android-Tablet mehr erwartet. Das kann Samsung eigentlich besser. Ansonsten einfach diese schlechte Transportmöglichkeit, so nenne ich es jetzt mal für den S Pen. Ja, ist wahrscheinlich schwer, wenn das Tablet so extrem dünn ist und der Stift dann doch so groß, aber zumindest die Magneten hätten etwas besser sein können. Oder der Magnet, finde ich. Also ja, das hätte ich mir von Samsung irgendwie auch besser umgesetzt gewünscht. Als nächstes kommt natürlich der hohe Preis. Ja, der ist mittlerweile etwas gesunken. Man bekommt das günstigste Modell für um die 650 Euro. Der wird sicher noch weiter sinken. Aber das ist natürlich nichtsdestotrotz extrem viel Geld. Wir haben hier auch kein Tastaturcover dabei. Das braucht man eigentlich, wenn man das Ding wirklich produktiv nutzen möchte. Da landet man dann schnell bei 800 Euro. Mit dem Aufpreis für die LTE-Versionen will ich gar nicht anfangen. Den haben mittlerweile alle Tablet-Hersteller irgendwie komplett übertrieben. Aber ja, der Preis ist schon definitiv sehr, 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 sehr hoch für ein Android-Tablet, sage ich jetzt mal. Nicht im Vergleich zu den iPad Pros, aber selbst im Vergleich zum Einsteiger-iPad, zum iPad Air 3 und so weiter. Den nächsten Punkt habe ich jetzt mal in Klammern gesetzt. Wir haben keinen Klinkenanschluss. Wie gesagt, mich persönlich stört das nicht mehr, aber ich weiß, viele da draußen stört es. Und der letzte Punkt ist dann halt einfach, ja, das Betriebssystem, die Software, die Apps. Damit meine ich nicht Android generell. Android für Smartphones ist super, die App-Auswahl ebenfalls. Android für Tablets aber nicht. Wieso? Habe ich euch teilweise schon erklärt, werde ich jetzt gleich auch nochmal ausführlich im Fazit erklären. Das Samsung Galaxy Tab S6 ist das aktuell beste Android-Tablet auf dem Markt und zwar mit großem Abstand. Punkt. Die Hardware ist mit ein paar wenigen Abstrichen wirklich extrem gut und ich rechne es Samsung hoch an, dass sie als gefühlt einziger nach wie vor hochqualitative Tablets auf den Markt bringen mit Android und dass sie auch versuchen, ihre Software für Tablets zu optimieren. Der S Pen ist klasse, Samsung Dex ebenfalls. Also wie gesagt, es gibt einiges, was man gut finden kann. Mittlerweile sind ja auch die Preise gesunken. Man bekommt das günstigste Modell mittlerweile schon für um die 650 Euro. Ich glaube, die werden in den nächsten Wochen auch noch weiter sinken. Und deshalb sage ich es jetzt mal so, wer partout kein iPad haben möchte und dafür eben das beste aktuell verfügbare Android-Tablet, der sollte sich das Galaxy Tab S6 holen. Ich persönlich, ich würde es aber auf gar keinen Fall machen. Ich würde einfach niemals 650 Euro in dieses Betriebssystem investieren. Wenn es unbedingt Android sein sollte, wenn ihr wieder sagt, ey, ich möchte partout kein iPad, also wenn es unbedingt Android sein sollte, dann holt euch lieber ein Samsung Galaxy Tab S5e, spart euch 300 Euro. Da habt ihr dann natürlich leider keinen S Pen, aber ihr habt auch ein sehr gutes Display, also ähnlich gute Lautsprecher, ein ähnlich gutes Design. Der Prozessor ist natürlich auch etwas schwächer als beim Galaxy Tab S6, aber das merkt man meiner Meinung nach im Alltag sowieso nicht. Und wer unbedingt den S Pen haben möchte, der kann sich auch das Galaxy Tab S4 anschauen. Das ist natürlich nochmal etwas älter, aber da spart man halt sich wieder eine Menge Geld. Wer von euch aber einfach offen ist, und ich gehe davon aus, dass das die meisten sind, die meisten werden vermutlich einfach das beste Produkt für ihr Geld haben wollen. Und wie gesagt, wenn ihr euch vorstellen könnt, auch ein iPad zu nutzen, dann ist meiner Meinung nach die Kombination aus iPad Air 3, so heißt es ja mittlerweile, glaube ich, oder dem iPad Pro 10.5 mit Apple Pencil
S der ersten Generation die deutlich bessere Wahl. Ja, da müsst ihr natürlich für 100 Euro den Apple Pencil nachkaufen. Der wird beim Galaxy Tab S6 schon mitgeliefert. Dann kommt man so in etwa auf den gleichen Preis. Aber ihr bekommt bei den iPads eben einfach das viel bessere Betriebssystem, das für Tablets optimiert wurde, mit tonnenweise wirklich guten Apps, die schön aussehen, die optimiert wurden, wo man von dieser Tabletgröße auch wirklich Profit schlägt. Und meiner Meinung nach kann zumindest das iPad Pro 10.5 auch hardware-technisch durchaus mit dem Galaxy Tab S6 mithalten. Was schon interessant ist, wenn man bedenkt, dass das iPad Pro 10.5 mittlerweile über 2 Jahre alt ist. Und wer ein noch viel besseres Tablet haben möchte, der sollte sich das iPad Pro mit 11 Zoll anschauen, also das aktuelle iPad Pro. Das kostet natürlich wieder mit Apple Pencil, diesmal der zweiten Generation, 200 bis 300 Euro mehr, aber dafür bekommt ihr auch ein helleres Display mit 120 Hertz, einen noch viel stärkeren Prozessor, eine bessere Akkulaufzeit und habe ich eigentlich schon das viel bessere Betriebssystem erwähnt. Und dabei ist das aktuelle iPad Pro ja mittlerweile auch schon gut 1 Jahr alt. Das spricht meiner Meinung nach einfach Bände. Ich wiederhole es jetzt nochmal, weil ich weiß, dass sich ein paar wenige vermutlich wieder beschweren werden, dass das Galaxy Tab S6 doch viel besser ist als jedes iPad. Generell Android-Tablets sind viel besser als jedes iPad und ich bin doch sowieso nur ein Apple-Fanboy. Da kann ich nur sagen, nein, sind sie nicht und nein, bin ich nicht. Geht einfach mal neutral an diese Sache ran und probiert wirklich ein iPad aus. Damit meine ich nicht, dass ihr es euch von einem Kumpel einfach mal in die Hand nehmt und eine halbe Stunde lang damit rumspielt. Nein, damit meine ich wirklich, gebt so einem iPad mal 1, 2, 3 Wochen Zeit und ihr werdet einfach sehen, dass das momentan das deutlich überlegenere System ist. Zumindest, wie gesagt, wenn ihr neutral an die Sache rangeht. Ich sage es jetzt nochmal, das Galaxy Tab S6 ist wirklich ein gutes Stück Hardware. Hat mir prinzipiell auch gut gefallen, aber dieser hohe Preis im Zusammenspiel mit diesem Betriebssystem ist meiner Meinung nach einfach nicht empfehlenswert. Das soll es jetzt auch von dem Video hier gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet meinen Standpunkt da irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.